Durfte letztens, ich wohne in der WG und mein Mitwohner meinte zu mir, ey, bevor du losgehst, willst du noch den Müll mitnehmen? Und ich war so voll im Stress eigentlich. Ich war so, ja, okay, der Mick hat den Müll mit, hat aber eigentlich keine Zeit dafür. Man muss dazu sagen, den Müll, den wir haben, der ist bei uns in meinen Einkaufstüten drin, in ehemaligen. So, weißt du, von Supermärkten, die schon gar nicht mehr existieren. So Kaisers, Bolle, weißt du, so irgendwelche Tante. So, da haben wir unseren Müll drin. Also laufe ich irgendwann, weißt du, verlasse das Haus mit einer Einkaufstüte voller Müll. Und irgendwann checke ich so, oh, ich bin schon an den Mülltonnen vorbei. Und schon fast am Bahnhof. Und den Scheiß kannst du ja dann schlecht loswerden. Stell dich mal irgendwo hin und lass mal eine Tüte irgendwo stehen, weißt du? Dann kommt sofort einer an, Entschuldigung, ich glaube, Sie haben den Einkauf stehen lassen. So, oh, danke schön, wie nett von Ihnen. Arschloch. Also, was mache ich? Ich stehe am Ende damit auf dem Bahnhof. Mit einer Tüte Hausmüll, weißt du? Kannst du da auch nicht loswerden auf dem Bahnhof, weil herrenlose Gepäckstücke, dann drehen die Leute durch, weißt du? Also gehst du damit in die Bahn rein. Was passiert als? Ich stehe in der Bahn. Mit einer Tüte Hausmüll. Der fängt an zu stinken. Also hat mich neben so einen Obdachlosen hingesetzt. Immer wenn Leute in die Bahn reingekommen sind, sich die Nase gerüpft haben, habe ich immer nur so rüber hinig. So, naja. Damit ich aus der Affäre irgendwie rauskomme. Highlight ist, Kumpel kann das bezeugen, der kam nämlich irgendwann in die Bahn rein und sieht mich so. Ey, Kalle, du hier noch, schön warm. Und so, oh, was tun da, was du einkaufen? Bei Bolle? Und ich so, ja. Was war das denn da drinnen? Wieso guck ich so, nee, ist eine Überraschung für dich, nicht reingucken. Von Bolle? Ja, jetzt muss ich mir Geschenk von Bolle besorgen irgendwo. Das Ding ist, war so panisch, dann fängt die Tüte unten an zu suppen. Er so, da läuft irgendwas aus, geh mal gucken. Ich so, oh, scheiße, Nächste Station direkt rausgerannt, hab versucht, das Ding loszuwerden, diesen Mülleimern, die auf dem Bahnhof existieren. Aber diese Löcher von diesen Mülleimern, Digga, es gibt Arschlöcher am Berghain, die sind größer als die Löcher von diesen Mülleimern auf Bahnhöfen. Und dann versucht die Müll da reinzupressen, panisch, versucht nicht. Und dann sehen die Bullen mich, wie ich panisch mit dieser Tüte und paranoid da rumlaufe, weißt du? Und dann kommen die Bullen auf mich und sagen so, Entschuldigung, was haben wir da in dem Beutel drinne? Und ich war pappensatt, ich war bedient, ich war richtig so, weißt du, ich war Oberkante, Unterlippe, ich hab einfach Faxendicke gehabt. Und ich war so, ja, ich fahr hier mein Haus mit spazieren, was denn sonst? Ich dürfte dann mit den Bullen mit. Haben die gestaunt, als da wirklich mein Haus mit drin war. Die fanden die Story so witzig, die sind nochmal mit mir nach Hause gefahren. Die Ende auf der Story ist, ich stand dann wirklich wieder zu Hause in meiner Wohnung mit der Tüte voll Hausmüll. Mein Mitbewohner so, wolltest du den Müll nicht unterbringen?